Kaiser Karl IV. Starb 1378. Noch zu Lebzeiten 1376 organisierte er die Wahl seines Sohnes Wenzel zum König. Wenzel gilt als schwacher König, er wurde nicht zum Kaiser gekrönt. Wenzel konnte weder die Hausmacht weiter ausbauen, noch war er im Reich handlungsfähig. 1400 wurde er von den Kurfürsten abgesetzt und durch Rupprecht von der Pfalz ersetzt. Wenzel starb erst 1419. Rupprecht von der Pfalz war ein Wittelsbacher, der von 1400 bis zu seinem Tode 1410 König war. Auf ihn folgte Jobst von Mähren, ein Luxemburger, der bereits kurz nach seiner Wahl starb. Nun wurde 1411 Sigismund von Luxemburg zum König gewählt. Sigismund war als ungarischer König im Osten gebunden und hatte nur wenig Verankerung im Reich. 1411 wurde er auch König von Böhmen. Er stützte sich auf Städte und königsnahe Familien wie die Nürnberger Burggrafen von Zollern, die schließlich 1415 die Mark Brandenburg erhielt. Dort wurde Berlin zur neuen Hauptstadt. Er förderte auch die Grafen von Zilli. Barbara von Zilli heiratete er 1407. Sigismund hatte viele Probleme zu bewältigen, so vor allem als ungarischer König die Osmanenabwehr. Die lateinische Kirche befand sich seit 1378 im sogenannten großen abendländischen Schisma. Nun gab es Päpste in Avignon und in Rom, zwischenzeitlich auch einen dritten Papst in Pisa. Eine Lösung war lange nicht in Sicht. Neben dem Papstproblem gab es auch eine Reihe populärer Häresien wie die Lehre John Wycliffes in England und jene des Jan Hus in Böhmen. Diese erschütterten das abendländische Christentum, da damit auch politische Forderungen verbunden waren. Mit den drei Päpsten einigte sich Sigismund auf Konstanz als Konzilsort. Dieses Konzil von Konstanz dauerte von 1415 bis 1418. 1417 wurde am Martinstag Martin V. Als Papst gewählt und allgemein anerkannt. Die Häresien wurden verurteilt. Interessant ist, dass das Konzil zwar gravierende Fragen behandelte, sich aber nicht über die Autorität des Papstes stellen wollte. Vielmehr wollte es Ordnung schaffen. Es folgten noch weitere Reformkonzilien in den folgenden Jahrzehnten. Der Erfolg des Konzils brachte Sigismund einen enormen Prestigegewinn. Seine Position in Böhmen schien damit auch gefestigt. Trotzdem tobten dort von 1419 bis 1436 Hussitenkriege. 1431 begann er seinen Italienzug. Am 31. Mai 1433 wurde er in Rom zum Kaiser gekrönt. Nach Sigismunds Tod wurde sein Schwiegersohn Albrecht II. Ein Habsburger König. Mit ihm beginnt die lange Reihe habsburgischer Herrscher, die nur vom Wittelsbacher Karl VII. Im 8. Jahrhundert unterbrochen wurde. Albrecht starb bereits 1439, sein Sohn Ladislaus kam nach dem Vater zur Welt und erhielt deshalb den Namen Postumus.